Wie spielt ihr mit eurem Hund am besten so, dass er nicht nur daran Spaß hat, sondern sogar vielleicht etwas lernt? Dazu gebe ich euch eine kleine Einführung. Mein Name ist Massi Samin und wir fangen an mit dem Futterbeutel. Mein absolutes Lieblingsspielzeug. Ich arbeite selbst mit meinen Hunden damit. Es fördert die Mensch-Hund-Beziehung und es ist einfach geil für den Hund selbst, damit zu arbeiten, zu spielen. Man kann dem Hund das Apportieren damit beibringen, das Suchen beibringen. Aber wie macht man das am besten? Und zwar, dass man beispielsweise den Futterbeutel, der erstmal etwas ganz Neutrales ist, zu etwas Tollem macht, zu etwas Interessantem macht. Das heißt also, man spielt am Anfang selbst damit, ach, es ist so schön, ich spiele damit, es ist so toll. Und dann, wenn das Interesse des Hundes geweckt ist, dann kann man beispielsweise den Futterbeutel öffnen vor den Augen des Hundes, dem etwas da reintun und ihn da rausfüttern. Aber nicht mit den Fingern rausnehmen und geben, sonst ist die Assoziation mit den Fingern da, sondern es sollte ja bestenfalls mit dem Futterbeutel entstehen. Einfach da rausfressen lassen und in U-Form wieder wegnehmen, damit der Hund da jetzt nicht irgendwie hängen bleibt mit dem Maul. Wenn das geschehen ist, dann kann man dann wunderbar anfangen, draußen sowohl als auch zu Hause zu spielen. Ihr seid nicht räumlich gebunden. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, dass der Futterbeutel kein Zerspielzeug wird. Ja, dass der Hund jetzt irgendwo zieht und ihr zieht, dass der jetzt jedes Mal denkt, Mensch, ich hab das Ding jetzt und dann hau ich damit ab und verteidige es und versuche da irgendwie noch selber dran zu kommen, weil dann ist der Sinn nicht erfüllt. Dementsprechend ist es ganz wichtig, dass man das ganz behutsam macht, dem Hund immer lobt, ihn immer da rausfüttert. Das heißt also, da wird noch eine Gemeinsamkeit zwischen euch und eurem Hund entstehen. Er ist angewiesen darauf, dass ihr ihm hilft, an das Essen ranzukommen. Es fördert die Mensch-Hund-Beziehung, es fördert den Hund, also insgesamt ein Allrounder. Ich nutze es selbst, habt viel Spaß damit. So, als nächstes komme ich mal zum Futterei. Beim Futterei ist es gut, hier ist so ein Loch drin, da kann man beispielsweise einfach ein paar Leckerchen reinpacken. Ja, es ist so ein bisschen auch elastischer, das heißt also, wenn da ein Leckerchen ein bisschen klobig drin hängt und nicht so leicht rausfällt, ist es gar nicht so schlecht, da kann der Hund das so ein bisschen klein zerkauen und dann fällt das raus. Es eignet sich auch wunderbar, ja, für zu Hause, man kann das immer gut verwenden, vor allen Dingen aber auch für Hunde, die ein bisschen vielleicht übergewichtig sind, weil da packt man relativ wenig Leckerchen rein und der Hund hat länger damit was zu tun, verbraucht dadurch ein bisschen mehr Energie. Also wirklich ein cooles Teil. Ähnlich ist hier der Ball, der Futterball. Hat auch so ein Eintrittsloch, da kann man auch ein paar Leckerchen reinschmeißen. Ja, funktioniert ähnlich. Aber das Gute hierbei ist, dass man das auch als Wurfspielzeug benutzen kann. Ja, einfach als Ball benutze ich auch beispielsweise. Ähnlich, aber ein bisschen anspruchsvoller ist dieses Intelligenzspielzeug. Hier sind so kleine Hütchen, da packt man auch ein Leckerchen rein, was ein bisschen intensiver riecht. Und da ist ein Eintrittsloch. Das heißt also, der Duft von diesem Leckerchen kommt da raus und der Hund weiß, unter welchem Hütchen da was versteckt ist. Eignet sich auch großartig für zu Hause, an kalten Jahreszeiten. Der Hund hat Spaß und es ist auch interessant zu beobachten, wie lange der Hund da braucht, um tatsächlich an das Essen ranzukommen. Jetzt kommen wir zum Zerspielzeug. Hier haben wir eine Affenfaust. Die Affenfaust, abgesehen davon, dass sie hier echt cool aussieht, eignet sich auch wunderbar dadurch, dass sie hier sehr, sehr schwer ist, zum Werfspielzeug. Und dadurch, dass es auch aus einem sehr stabilen Material gebaut ist, kann es auch ein bisschen Zahnbelag abreiben. Das Coole ist, so ein Ding haben wir mal selbst gebastelt bei den DIYs mit der Tine. Schaut euch das einfach mal an. Hier oben habe ich einen Link reingepackt in der Infocard. Auch ein cooles Zerspielzeug ist hier das kleine Tau mit dem Gummiring. Eignet sich wunderbar auch für kleine Hunde, ne? Das kann man ein bisschen besser umgreifen. Achtet nur darauf, es ist kein Kampf, es ist ein Spiel. Lasst auch manchmal euren Hund gewinnen. Es macht Spaß, wenn man auch mal gewinnen darf. Dann haben auch alle Spaß daran. So Leute, zuletzt komme ich hier mal zu dem Schnüffelteppich. Das ist auch ein richtig cooles Teil. Hier kann man überall Leckerchen verteilen. Ja, richtig schön reindrücken in die ganzen Fransen hier. Ja, der Hund hat ein bisschen lange zu tun damit, ne? Steckt so das Schnäuzchen da rein, sucht hier überall die Leckerchen. Ist eine tolle Beschäftigung für den Hund, für zu Hause. Im Übrigen kann man so einen Teppich auch selbst basteln. Dafür habe ich die Tine eingeladen und sie wird mir zeigen, wie das geht. So, ich hoffe, ich konnte euch mal einen kleinen Überblick darüber geben, was es so für Spielzeuge gibt, wie man die verwendet und ja, wie das vielleicht auch die Intelligenz eures Hundes steigert. So, aber was mich noch interessiert, was ist denn das Lieblingsspielzeug eures Hundes? Tragt das einfach unten in den Kommentaren ein. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß hattet, genauso viel wie ich. Und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag wieder zur gewohnten Zeit, 17 Uhr. Ciao!